beginning World Cricket Strike Match, United States versus Germany. Starting lineup for the USA. Number 1, Tim Howard. Number 6, Stephen Sharon-Dover. Number 3, Carlos Bocanegra. Number 5, Adrian Castillo. Number 14, Carl Beckman. Number 10, Landon Donovan. Und wieder mal ein Länderspiel an den Kommentatorenmikrofonen Mani Breukmann und Frank Buschmann. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Diese Mannschaft ist der Favorit in diesem Spiel. Zumindest auf dem Papier. Aber da wird Fußball nicht gespielt. Es ist hier alles möglich. Klingt komisch, ist aber so. So, jetzt genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Das müssen wir nicht loben. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. Und nun Lukas Podolski. Bradley. Philipp Lahm. Schweinsteiger am Ball. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Dempsey. Und nun Lukas Podolski. Müller. Ohne Kampf kein Ball. Gut gemacht. Jones. Dempsey. So wollten sie es nicht. Mesut Özil hat den Ball. Bitte rein! Da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem Torwart. Überragend. Mesut Özil jetzt. Und das macht er richtig gut. Und die Situation ist bereinigt. Das muss es sein. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Da steht im Tor. Dempsey. Die verstehen sich blendend. So wollten sie es nicht. Mesut Özil hat den Ball. Schöner Pass. Den hat er super rausgeholt. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Bradley. Number 7, Bastian Schweinsteiger.
Jetzt könnte es klappen. Ja, den hat er super rausgeholt. Sensationelle Parade. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Ja, tolle Chance. Und gut abgeblockt. Verteidiger stand genau in der... Gehalten zunächst. Müsste abseits sein, ja. Bradley. Und da kommt die Grätsche von Lukas Podolski. Zweikampfsieger auf der Außenbahn. Grenzwertiger Zwang. Der Schiedsrichter hat die erste Hälfte abgepfiffen. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Bradley. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Khedira. Mesut Özil jetzt. Weitere Rangelei um den Ball. Bradley. Cerundolo. So sieht das der Trainer gern. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Lukas Podolski hat's verbockt, der Ball ist weg. Gomez. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr! Und er ist drin! Auf Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Cerundolo. Ja, es gibt Einwurf. Und nun Lukas Podolski. Da gibt es fast eine Garantie. Wenn der eine Lücke sieht, dann macht er ihn rein. Jetzt ist er durch. Achtung, jetzt! Und Tor! Alles hier in Schwarz-Rot-Gold. Schon wieder ein Tor für die deutsche Mannschaft. Und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß, wie die hier heute aufspielen. Das ist das perfekte Dribbling. Den hält keiner auf, wie schnell der ist. Und am Ende ist die Kugel im Tor. Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Achtung! Ball im Aus, Einwurf. Per Kopfball. Vorsicht, das ist nicht der Normalzustand. Normalerweise trifft er alles. Ja, also das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Überrascht mich auch, ehrlich gesagt, denn das sieht man selten. Hummels. Mesut Özil jetzt. Ist drin.
Und wieder ein Tor. Und jetzt kann er den Dreierpack bejubeln. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Bradley. Peter attackiert. Schweinsteiger am Ball. Ein perfekter Stürmer, das siehst du hier in jeder Phase des Spiels. Absolut überragend. Für mich wirklich der Spieler hier in dieser Partie. Bradley. Jones. Schweinsteiger am Ball. Das ist ein Goalgetter in jeder Lebenslage. Aber diesmal nicht. Ja, also in fast jeder Lebenslage. It's time for a change. Wechselzeit. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Cerundolo. Jetzt hat Lukas Podolski den Ball. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Guck mal hin! Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Jones. Perfekter Tag für die Sieger. Ein schlimmes Erlebnis für die Verlierer. 5:0 das Endresultat. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis. Wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das Dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.